So, meine Damen und Herren, schön, sind wir alle da. Das ist noch nicht der Anfang. Nein, danke. Das war der Stempf, der gepfiffen hat, glaube ich. Ich hoffe insgeheim, es war der Stempf, der gepfiffen hat. So, ich bin nur da, um euch, bevor wir zum lustigen Teil vom Abend übergehen, ein paar Sachen zu erzählen. Und zwar für das gehe ich schnell hier um die Bühne. Ihr seht, wir haben ganz, ganz viele Sachen auf der Bühne. Darum muss ich hinten durchlaufen. Und schnell hier ein bisschen. Ein bisschen runterfahren. So. Schön, sind ihr da, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudio, ich bin das Mädchen für alles heute Abend. Das ist der Bündner Music Award, der fährt in etwa 10 Minuten an, würde ich sagen. Und ich bin eigentlich nur da, um zu schauen, was passiert, oder schauen, wie ist so die Stimmung im Raum. Wir haben wunderschöne Menschen. Da hat es noch ein, zwei Stühle frei, die dürfen ihr gerne besitzen. Die, die an der Bar sind, nehmen noch ein Getränk, schwätzen ein bisschen, dürfen auch Führung kommen. Dort hat es Bar, dort hat es Bar. Wir haben viele Musiker da heute Abend, heute geht es vor allem auch um Musik. Wichtig, das Erste, was ich sage, das geht an die Nominees. Also an alle, die nominiert sind und nicht schon Freude haben, mit uns zu schwätzen heute Abend. Es könnte ja sein, dass ihr gewinnen, oder? Irgendjemand will gewinnen, wir dürfen noch nicht sagen, wer. Ich weiß es. Mich freut das natürlich, dass ich es weiss und ihr noch nicht. So ist das mit der Schadenfreude. Aber wichtig für die Nominierten, jetzt kommt ich da schnell runter. Also die Nominierten, die wahrscheinlich da vorne hocken. Wenn ihr aufgerufen werden, dann heisst der Hans-Rodi Birmensdorfer hat gewonnen für das beste Lifetime-Album von weiss ich was alles. Dann gibt es einen tosenden Applaus, logischerweise, vom ganzen Rest, das testen wir nachher. Und Nominees können dann einfach da, die gewonnen haben, durch die Türen da. Ich mache das jetzt einfach. Die gehen da rein, dann laufen sie da hinten rum. Und dann kommen sie unter tosendem Applaus dann da rauf. Nein, der Tosenapplaus, der ist immer. Ihr seht, ihr geht da rein, kommt da rum und da rauf. Es ist kein Labyrinth, es gibt nur einen Weg. So, das zu den Nominees. Die Acts, die auftreten, die wissen schon, was passiert. Jetzt ist aber noch ganz wichtig, dass die da sind. Schön sind ihr alle da. Nicht selbstverständlich, weil ihr wisst, wie das ist mit der Musikszene. Die kämpft immer. Darum ist es gut, unterstützen wir sie. Und darum haben wir gefunden, machen wir so ein Event. Und jetzt ist es so. Wir haben einen Host heute Abend, der Simon Lechmann. Eigentlich viel zu schön für das Radio Südostschweiz. Er ist Radiomoderator dort. Und ihr werdet sehen, dass er nicht nur das Radiogesicht hat, sondern auch auf der Bühne kann sein. Und wenn der Herr noch auf die Bühne kommt, gibt es tosenden Applaus. Okay? Und für jeden Act, der noch auf die Bühne kommt, gibt es auch tosenden Applaus. Das ist ganz wichtig, weil wir nehmen den ganzen Spass auch noch auf. Dort hat es eine Kamera, dort hat es eine Kamera. Ihr seht alle gut aus, wir müssen euch keine Sorgen machen, das ist schon cool. Passen einfach auf, was wir konsumieren vor der Kamera, mit wem wir es konsumieren, wenn ihr nicht wollt, dass man es noch im Fernsehen sieht, das ist auch noch relativ wichtig. Und jetzt geht es darum, ich muss einmal schnell den Puls fühlen, wenn ich sage, einen tosenden Applaus für den Hans-Rudi Birmensdorfer für sein Lifetime-Album, könnt ihr denn einen tosenden Applaus haben vom Luz, ist das gut? Einen tosenden Applaus für den Hans-Rudi Birmensdorfer mit seinem Lifetime-Album! Okay. Das ist der Bündner Music Award, okay, das war ein Aargauer Music Award, tausenden Applaus gewesen. Ich hätte gern einen Bündner Music Award, tausenden Applaus. Ein tausenden Applaus für den Hans-Rudi Birmensdorfer und sein Lifetime-Album. Sehr, sehr schön. So, das hat funktioniert. Ich bin happy, ich hoffe, ihr seid auch. Trinken etwas, haben eine gute Zeit. Nachher geht's los, wir starten mit Musik. So viel darf ich euch sagen. Mir und Marie werden nachher auf die Bühne kommen. Die kriegen auch einen tosenden Applaus. Und zwar einen Bündner und einen Bündner Oberländer tosenden Applaus. Das ist so das Doppelte vom Bündner, okay? Geniessen den Abend. Es geht in etwa 10 Minuten los. Mittlerweile sind es etwa 5, weil ich sehr lang geschwätzt habe. Danke, sind ihr da. Wunderschönen Abend miteinander. Wir sehen und hören uns noch. Macht's gut.
Voilà. Thank you.
Dankeschön. Merci vielmals. Meine Damen und Herren, bitte Applaus für Me and Marie. Schön, sind ihr da. Wunderbarer Opener-Song gewesen. Wie geht's? Ja, gut. Schon fertig, ist natürlich schade. Du hast mir vorher gesagt, du seist sehr nervös für nur einen Song. Hat es sich gelohnt? Auf jeden Fall. Es ist schön, zum da sein, im Lucy. Etwas ganz Neues in Chur. Und so viele Leute, macht natürlich mega viel Spass. Wer von euch zwei ist mehr nervös, du oder der Herr? Ich weiß nicht. Messen wir den Puls? Ja. Oh nein, warum er? Ja, der Puls ist höher. Ja. Ich weiß nicht wieso. Heimspiel wahrscheinlich so. Okay, Heimspiel. Ja. Wer kennt? Wer kennt ihn? Ja. Also. Mach mal Applaus, wer kennt ihn? Fast alle. Schön, sind ihr da gewesen. Ihr seid nominiert für den Song vom Jahr. Um das geht's. Wir sind da beim zweiten Bündner Music Award. Wir suchen heute den Song vom Jahr, wir suchen den Newcomer vom Jahr und wir suchen vor allem den Künstler vom Jahr. Und wir sind da im Lucy, im angesagtesten Club vom ganzen Kanton. Vielen Dank, dass wir überhaupt da sein können. Zum ersten Mal Galaabend, Lou, Zara, wo bist du? Wo ist er? Vielen Dank, Lou, sind wir da. Und eigentlich, die ganze Bühne ist voll. Wir sehen euch nachher vielleicht noch. Ihr seid nominiert, so kommen wir nachher vielleicht noch. Die ganze Bühne ist voll. Es geht vor allem um Musik und nicht um lange Gelabere. Darum darf ich euch jetzt auch schon wunderbare Frau, wunderbare Stimme. Bitte Applaus für Nina. Nina, du hast das erste Showcase, du spielst 15 Minuten für all die Leute, die sehr zahlreich erschienen sind. Sind alle wunderbar angelegt, die meisten. Du bist schon ewig im Business und das sieht man dir eigentlich gar nicht an, wie gewissen Leute, die da drinnen hocken, die auch schon so lange im Business sind, aber doch älter aussehen. Wieso? Ich habe ein teures Serum und zwei Kinder, die mich auf Trab halten. Warum siehst du so jung aus? Vielleicht. Oder ich mache viel Musik, singen. Ich glaube, singen ist auch gut für Durchblutung und so. Singend, das hilft. Also bei dir wirkt es. Du spielst jetzt 15 Minuten, vielleicht werden wir auch schön vom Zuhören. Was gibt es 15 Minuten? Du machst so viel verschiedene Musik, was machst du? Ja, im Fall, ich hab so Hausaufgaben gemacht und mache ein Medley. Ich habe extra für uns ein Medley zusammengestellt, sprich ganz viele Songs, die ich aneinander häcksle und reihe. Und das ist wirklich eine Mischung von eigenen Songs und von meinen Lieblingssongs, von meinen Lieblingsinterpretinnen und Interpreten und Künstlerinnen und Künstler. Wir geniessen es, meine Damen und Herren. Nina! Das Klavier ist nicht angestellt. Jetzt ist es angestellt. Ich habe es angestellt. Hören wir es? Hören wir es? Sicher? Also ja oder nein? Ja. Ja, hallo zusammen. Okay. Let it fall.
Wrote some songs about Ricky. Now
like a song when we were young, when we were young, when we were young, when we were young, and it's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you thank you.
Thank you.
ganz einen schönen Abend. Vielen, vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch. Meine Damen und Herren, ich wiederhole mich sehr gerne. Wunderbare Frau, wunderbare Musik. Nina, vielen Dank, bist du da. Da muss ganz kurz der Techniker schnell etwas umstellen. Der Erich, mal einen Applaus für unsere Techniker. Es tönt alles wunderbar, wunderbares Licht. Vielen Dank an unsere lieben Techniker. Du dürftest schnell umstellen. Komm, wir hocken doch schnell da über, Nina. Bleib noch schnell da. Nina. Nein, ist noch nicht fertig. Wir müssen jetzt ein bisschen reden, bis da der Umbau fertig ist. Wir hocken da schnell her. Das sind nämlich schon alle Kuverts. Du kannst mal reinschauen. Nein, natürlich nicht. Komm, wir hocken schnell ab. Wir reden schnell drüber. Du hast letztes Jahr recht abgeräumt mit 5 anderen Mamis. Man sieht es ja gar nicht an. Du bist zweifache Mutter. Mit Herz. Ihr habt auf Anhin Gold geholt. Wie ist das so, wenn jetzt du daheim bist, deine 2 kleinen Kinder, deine 2 kleinen Mädchen, wie sind die uhuere stolz auf die Mama, dass die mit anderen Müttern singt, oder checken die das gar nicht? Also meine 2 Kinder, meinst du? Ja, mal, ich finde schon das recht cool. Also der Jay, der eine ist ein Bub, der ist verknallt in die eine Mutter und Uma ist Fan von der anderen Mutter und ich bin einfach die, die auch noch mitsingt. Aber das ist okay so. Das muss, glaube ich, so sein. Sie sind schon freut. Dein Bub ist verknallt in die andere Mutter? Jetzt schon? Ja, und Debbie, Mann. Ja. Er findet das toll, so ein bisschen rockig, er steht auf das. Okay, ja. Warum? Er ist 2, mit 18. Gut, dann steht man immer auf Mutter. Das kommt dann später nochmal. Das wäre eine ganz andere Geschichte, das lassen wir jetzt. Okay, Entschuldigung. Du hast Gold geholt, wir wechseln von dem Kind zum Mann. Hat er dir Blumen gebracht, wo du Gold gebracht hast? Was braucht? Blumen? Ja, Blumen. Er ist nicht so der Blumenbringer. Aber ich habe gefunden, entweder eine Mann, der mir Blumen bringt und sonst nichts, oder ich habe halt einen, der mir keine Blumen schenkt und dafür sonst mir viel gibt und ich habe nicht so einen. Und es ist okay. Okay. Vielleicht gibt es ja heute noch Blumen für dich. Du bist nominiert für Künstlerin vom Jahr 2018. Wir schauen da schnell einfach mal über. Das sieht nicht schlecht aus. Mit dem Umbau würde ich sagen... Ja? Sieht gut aus. Es wartet eben dort schon der eine, der weiß nämlich, wir kommen zum grossen Highlight von einem, vom ersten, vom grossen Highlight. Dort hinten steht der Ali. Ali, ich würde einfach sagen, du kommst einfach schon mal auf die Bühne, weil er ist der Herr, der weiß, wer den Song vom Jahr gewinnt und nominiert ist. Und Ali, hock doch schnell ab, es geht dann ein bisschen, wie es umgebaut haben. Sieht zwar nicht schlecht aus. Ali, du hast vorher, wo die Nina gesungen hat, extrem zugeschaut und darum meine Frage, würdest du eigentlich lieber singen wie rappen? Jetzt so im Nachhinein, ich würde viel lieber eine Weekend-mäßige Karriere starten als eine cool Savage-mäßige Karriere. Ja. Aber es hat ja einen Grund gegeben, warum ich als junger Bub lieber probiert habe zu rappen als zu singen. Darum glaube ich, ist das mein Weg. Aber ich würde auch sehr gerne können, so schön singen. Ja. Nina, du gibst Gesangsunterricht auch noch, gell? Du machst sehr viel im Singen beibringen. Ja, also ich glaube, wenn man so rappt, dann kann man auch sehr geil singen. Also ich glaube, da müsst ihr nicht viel machen. Ein bisschen motivieren, ein bisschen, ja, weiss auch nicht, Range vergrössern vielleicht, ein bisschen Höhe trainieren. Wir sind gespannt, vielleicht nächstes Jahr als Sänger hier auf der Bühne. Nina, ich bedanke mich ganz herzlich, schön bist du da gewesen. Sie haben fertig umgebaut, nochmal einen grossen Applaus, meine Damen und Herren, Nina. Ich würde sagen, wir bleiben gerade hocken, es ist gemütlich da. Da hat es 3 Awards. Zum einen kommen wir jetzt zum Song vom Jahr. Und du kennst ja aus mit Awards, oder? Du hast letztes Jahr gewonnen, Künstler vom Jahr 2017, meine Damen und Herren, der Ali, ihr kennt ihn. Nächstes Jahr mit der Gesangskarriere, das hat er versprochen. Wie? Hast du versprochen? Habe ich versprochen. Okay. Mir selber habe ich es auch versprochen. Unbedingt, ja. Komm, wir stehen da schnell mal auf. Du darfst das Kuvert hier mitnehmen. Song vom Jahr und der Award, nimm doch den auch gerade mit. Weil, die meisten wissen es, wer nominiert ist für den Song vom Jahr 2018, Bündner Music Award. Aber, für alle, die es nicht wissen, wir zeigen euch jetzt schnell, wer nominiert ist. Nominiert für den Song vom Jahr sind der Lou Zara und der Sandro Dietrich mit Adios. Der Hedgehog mit Bonnie und Clyde. Der Jimma mit Gefühllos. Me and Marie mit Sad Song to Dance. Und der Kaufmann mit Lisa.
Sie haben Lärm gemacht. Da hat es viele Fans von den verschiedenen Nominierten. Und, oh, schau, er macht schon auf, macht es spannend. Das machen alle immer so spannend im Fernsehen. Das stimmt und ich nerve mich immer so fest darüber, wenn man es so ultra spannend macht. Aber wenn man mal selber in der Position ist, wo man die Macht hat, um es mega spannend zu machen, dann zieht man das auch mega lang aus und ihr merkt, ich rede in Endlosen. Also wir können auch noch mal darüber reden, über deine Gesangskarriere, wo du nächstes Jahr eventuell startest. Wenn ihr wollt, kann ich auch... Nein, jetzt hätte ich fast etwas ganz Dummes gesagt. Wir können auch gerne über meine Gesangskarriere reden. Nein, mach jetzt vorwärts. Und der Song vom Jahr heisst... Lisa vom Kaufmann! Meine Damen und Herren, junge Burscht, junge Band, ein Jahr voller Highlights, Kaufmann, Lisa, gratuliere euch ganz herzlich. Wie geht's? Gut. Ich stand auch ein bisschen in eurer Mitte, sonst sieht man mich nicht. Und es hat einmal einer gesagt, ich habe ein wunderbares Fernsehgesicht. Gut. Sehr gut. Wie geht's dir? Grossartig. Grossartig, sehr gut. Grandios. Grossartig, grandios, sehr gut. Ausgezeichnet. Und ich würde sagen, eure Musik ist ausgezeichnet. Song vom Jahr 2018, Lisa. Ich mag mich noch gut erinnern, 15. Februar von letztes Jahr, dein allererstes Interview im Radio, Radio Südostschweiz, bei mir per Zufall. Es war ein riesiges Jahr gewesen. Du hast nachher überall gespielt. Alle haben gefunden, Kaufmann, Kaufmann. Wer ist das? Das ist er, ihn kennt man jetzt. Open Air St. Gallen gespielt, Lumnezia gespielt. Eine Show an der anderen. Jetzt ein Song vom Jahr. Läuft bei dir? Ja. Ja. Vielleicht, warte, ich probiere es anders. Lisa, gell, die hat es einmal gegeben. Die hat Schluss gemacht und dann ist der Song entstanden. Wie geht es dir? Also sie hat eigentlich nicht Schluss gemacht. Es war nur eine Affäre gewesen. Also. Ja, das sagt man im Nachhinein. Sagt sie das auch? Ja, sie sagt das. Definitiv, sie sagt wahrscheinlich, dass es nicht einmal eine Affäre war. Aber es hat eine wunderbare Nummer daraus gegeben. Nummer meine ich, der Song von Kaufmann, der Song 2018 geworden ist. Gut, hätten wir das Mörder, hätten wir, jetzt hätten wir die Nummer. Also, es kann nur noch besser werden. Ja, wir hören euch nachher, die Herren, als hätten wir es gewusst, die spielen nachher noch ein Showcase für uns. Und jetzt... Darf ich euch bitten, zum Platz machen für Nachwuchs? Wie alt bist du? Älter als ich ausgesehen. Oh. 28. Sicher? Ah, gar nicht mehr so jung, ha? Jetzt kommt jemand, der jünger ist. Wir sehen uns nachher vielleicht noch. Meine Damen und Herren, Applaus, Kaufmann, Song vom Jahr 2018, Lisa. Und jetzt haben sie angetönt, jetzt wird es noch jünger. Wir kommen zum ersten Act von Academy Klangstark. Das ist das Label vom Klangstark Studio, das ist hier oben drin. Man sieht es nicht genau, es ist ein wunderschönes Studio. Das gehört unter anderem dem Luzara, wo der wunderbare Club gehört, Sandro Dietrich, den wir vorher auf der Bühne gesehen, wir rein zusammen und einem Stempf. Und die machen ja gute Musik, die können produzieren und die haben da jemanden, die sagen euch, alle, die hocken, ihr müsst jetzt gut festhalten an dem Stuhl, weil da kommt eine wunderbare, junge, charmante Dame, die extrem gut singen kann. Meine Damen und Herren, bitte begrüßend Annie Sabadi. Ich stehe jetzt einfach mal so ein bisschen locker da, dann sehe ich nicht, dass ich kleiner bin. Als ich dich das erste Mal gehört habe, ich bin gerade schon ganz nervös, eine junge Frau nebenan.
deine Stimme hat mich weggehauen. Und du machst schon etwas ganz Spezielles mit deinem Computer. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist ganz lustig. Meine Bruder und ich haben früher so eine App mal runtergeladen, eine Loopstation-App. Und dort konnte man dann auch können halt die Stimmen aufnehmen und die haben sich dann eben geloopt, wiederholt. Und irgendwann hat dann, haben wir gesagt, komm, wir holen uns eine. Und dann haben wir zusammen experimentiert. Und jetzt hat mittlerweile jeder seine eigene und kann sich somit musikalisch sehr gut entfalten. Der Bruder kann auch so gut singen? Kann fast nicht sein, also nichts gegen den Bruder. Singen nicht, aber ich sage jetzt mal Beatboxen. Okay. Ja, das ist auch eine Art von Musik. Warum auch nicht? Meine Damen und Herren, wer klatscht, ist dein Bruder? Das ist der andere, meine zweite. Ah, auch dort? Ah, Entschuldigung, also Beatbox ist ein Verloren, ja. Also, mit dem Gerät, aber es geht nicht ums Gerät, es geht um Ihre Stimme. Meine Damen und Herren, wunderbar, müssen zuhören. Annie Sabadi. It's about la 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 la.
Meine Damen und Herren, zu wissen, warum ich vorher ein bisschen nervös war, neben dieser wirklich wahnsinnigen Sängerin stehen, weil ich das ja gehört habe vorher. Wie geht's? Ich glaube, mein Herz springt nächstens raus. Wäre ein Arzt da im Notfall? Sag jetzt mal, hätten wir einen Arzt da? Das hat es doch immer. Nein, nicht so einen Arzt. Einen richtigen Arzt bitte. Denn das kommt schon gut. Das geht auch ohne Arzt. Wo hast du gelernt zu singen? Ein bisschen kann ich sagen, ist es ein Geschenk vom Himmel. Und natürlich habe ich dann das Geschenk auch noch ein bisschen gefördert, indem ich dann schon auch Gesangsstunden genommen habe. Und du nimmst ja auch quasi Gesangsstunden. Ich darf den nächsten Herr, ihr kennt ihn nicht alle, schnell auf die Bühne bitten. Wer kennt ihn nicht? Ohne den Mann gibt es in den letzten 20 Jahren so viel gute Musik in Graubünden. Nicht jeder, der ein bisschen etwas auf Musik haltet, weiß, wer er ist. Und ich war bei ihm schon mal im Studio gewesen. Meine Damen und Herren, Lou Zara. Und Lou ist ja bekannt, dass er ja immer wieder gute Musik macht, ins Gerät tönt. Und das da ist eine wunderbare Kombination. Wie bist du zu dieser wunderbaren Sängerin gekommen? Ich war im Internet am Surfen, wie jeder das von uns macht, bis Facebook. Und dann nach Musik surfen? Genau, nach Musik surfen. Und dann sehe ich so ein Video, Stuba, eine mit der Loopstation. Und dann, ja, schau schon mal. Und dann fährt sie an, singen. Und normal nach 10 Sekunden bin ich weg. Und ich habe einfach jenste Videos geschaut von ihr und gefunden, shit. Crazy, oder? Crazy. Die muss ich in die Studie holen. Und du hast sie ins Studio geholt und es gibt eben die Klangstark Academy, wenn man dem einfach mal so als Arbeitstitel darf sagen. Was ist das genau? Mit dieser Academy, wenn man genauso Künstlerinnen oder Künstler wie Danny aufzeichnen, das heisst, sie ins Studio holen, sie unterstützen können mit verschiedenen Prozessen, wo man durchmachen muss. Oder so. Es braucht ja so viel, um einen Song zu releasen. Marketing, Promo, Management, Konzertbooking und so weiter. Und wir wollen die Künstler entlasten, damit eben so etwas wie sie, die so begnadet bei dieser Stimme ist, sich auf die Musik konzentrieren und ihnen ein Sprungbrett geben, um ja, gross rauszukommen. Wie ist ein Sprungbrett beim Lou? Ja, scheint es gut in dem Fall. Scheint es gut in dem Fall. Ich glaube, das ist wirklich gut. Also, ich darf dich bitten, schnell vor die Bühne zu gehen. Nicht schnell, du hast ja ein Herzproblem. Wie geht es dir eigentlich besser? Ich lebe und stehe noch. Das freut uns. Ich schaue dir zu, bis jetzt steigen aber gerade Annie Sabadi. Lou Zara, komm, wir können schnell ein Tischli. Wir müssen jetzt nicht herhocken, aber da hat es Newcomer vom Jahr 2018. Du kannst das Gouverne gerne einmal in die Hand nehmen, der Award natürlich auch. Und du bist ja prädestiniert, wenn sie noch nicht öffnen, müssen das spannend machen, weil es hat drei Newcomerinnen gegeben. Per Zufall drei Damen. Das schauen wir uns jetzt schnell mal an. Für den Newcomer vom Jahr sind nominiert Carmen Cresta, Anatina und Esther Poli. Wunderbar schnell gegangen, ihr habt es alle mitgekriegt. Anatina, Carmen Cresta, Esther Poli. Nachwuchskünstlerinnen, die schon zum Teil länger unterwegs sind, die neue Projekte haben, aber auch ganz junge, die eigentlich noch fast nichts haben. Und wir machen es jetzt, machen wir so spannend wie alle, dass du jetzt sagen kannst, wer das ist. Newcomerin, das weiss man jetzt. Wir machen es nicht ganz so spannend. Ladies and Gentlemen, Boys and Mother Loving Girls, weil es geht immer um Girls. Newcomer vom Jahr heißen Anatina! And she just caught a cold. There's nothing left. Die Musik.
Anna Tina. Zwei Frauen, nicht immer nur eine, es ist nämlich nicht Anna Tina. Gell? Wie viel mal wird euch das? Ah, es sind zwei. Den Witz haben wir tatsächlich schon mehr als einmal gehört. Nein, ehrlich? Ja. Immer so, oh, ihr seid das Zweite. Wer ist denn wer? So quasi so, du Anna, du Tina, oder umgekehrt. Sie ist aber Jamilia und ich bin Olivia. Ich weiß. Meine Damen und Herren, Anna, Tina. Und sie sind nominiert und durch eine Fachjury ausgesucht worden. Und die Fachjury hat eigentlich gesagt, wow, die zwei Girls, sie machen total unverkrampfte, extrem frische Musik. Und wenn man euch zuschaut und zuhört, das sprießt einfach aus euch raus. Wieso funktioniert das bei euch so gut? Ja, wir nehmen uns einfach, wie es kommt. Wie soll man das verschieben? Keine Ahnung. Wie sieht es bei dir aus? Wie kommt die Musik so gut aus dir raus? Ich glaube, wir legen selber recht viel Wert darauf, dass wir das machen, wo wir selber cool finden, wo wir selber auch fühlen und nicht etwas, wo andere von uns erwarten. Ich glaube, an dem liegt es vor allem. Und ich glaube, um das geht es vor allem in der Musik. Und dann kommt Musik eben auch so unverkrampft und ehrlich über, wie bei euch. Jetzt könnt ihr in die Academy gehen, wo der Lou vorher erzählt hat, was es ist. Und da muss man euch vor allem allen Danken sagen, die Eintritt gezahlt haben da draussen. Weil der Eintritt, die 15 Stutz, die ihr gezahlt habt, die gehen vollumfänglich, ohne Abzug oder was auch immer, vollumfänglich an die zwei jungen, charmanten Damen, Anna Tina, Newcomerinnen vom Jahr 2018. Und mit dem Geld können sie dann beim Lou im Klang stark machen, was sie wollen. Er bringt euch dort Fürsche, wo ihr Fürsche kommen wollt. Meine Damen und Herren, Newcomerin vom Jahr 2018, Anna Tina. Und man kann sich eigentlich fragen, was all die Musiker machen, die schon ein bisschen älter sind, weil wir haben eigentlich nur, fast nur junge Damen. Gut aussehende junge Damen. Du kannst gerne noch einen Schluck aus deinem Glas nehmen. Sie kriegen noch ein Küsschen vom Luzara. Meine Damen und Herren, es geht gerade weiter mit einer Frau, wo der Lou mir das gezeigt hat. Ich denke, das ist nicht möglich. Von wo kommt die? Was soll das? Das kann gar nicht sein, dass die aus Graubünden kommt. Das tönt so extrem international. Meine Damen und Herren, besonders stolz, ich darf begrüßen Plus. Hoi, wie geht's? Tipptopp. Tipptopp. Wie findest du, dass Anna Tina Newcomerin geworden sind? Super. Ich habe schon gesagt, ich hoffe, dass sie es werden. Wirklich. Und ich habe das Gefühl, ihr werdet es nachher selber hören. Wenn du singst, dann passiert etwas, was bei mir auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren ganz, ganz selten passiert. Dann kriege ich Hühnerhaut und dann geht mir das Herz auf. Ich bin ganz erstaunt, dass so viele junge Leute in Graubünden so viel gute Musik machen. Und du bist sicher nächstes Jahr, ich behaupte es jetzt einfach mal, auch auf dieser Bühne als Nominierte. Bis es dann so weit ist und ich jetzt so lange rumrede, wir hören jetzt einfach die Musik und dann wissen ihr, was ich meine. Hebt euch gut fest. Plus. Sie ist übrigens schon beim Lou in der Academy, Arbeitstitel, wo der Lou Zara mit Klangstark junge Künstler weiterbringt. Plus, meine Damen und Herren. Darling, I was so drunk that night.
forgotten your name. To be honest, I thought you have felt the same. And this song is to let you know. Meine Damen und Herren, Blues Standing Ovation. Kennst du die? Ja. Wer ist das? Das ist meine Klasse. Ihre Klasse. Wie singt sie? Ja. Musst du einmal in der Schule singen für sie? Nein. Ja. Vielleicht nächstes Mal? Nein, ich bezweifle es. Wie geht es dir? Hast du auch so Herzklopfen gehabt wie Dennis Abadi? Ja, ein bisschen nervös bin ich schon geworden, aber es ist nicht so. Brauchst du noch keinen Arzt? Nein, zurzeit noch nicht. Für alle, die jetzt auch das gleiche Herzklopfen haben, wird Blues oder wie auch, weil wir so viel gute Musik im Kanton haben und weil es so wunderbar ist, dass ihr alle da sind beim Bündner Music Award 2018. Es gibt eine kleine Pause. Ihr könnt gerne ein paar, es gibt sehr gute Drinks, ihr könnt machen, was ihr wollt. Einfach wichtig ist, der Stream, der da läuft, der läuft durch. Also wenn ihr jetzt mit der Affäre da wärt, müsst ihr das bis nachher verschieben. 20 Minuten Pause, bis später. Focusing
Was? Thank you.
Zeit, das ja aufgehört drauf, hat so viel Gründe. Alle lachen, alle sehen gut drauf. Und du bist so, aha, komm in den Arm. Wie zahlen es mehr, komm mit Tanzen zu werden leer. Es ist alles nicht so schwer, du wachst ständig am Sehen. Jetzt wach doch mal ab, ja, meine Zeit wird schon noch kommen. Kannst nie um mich vielen herzlichen Dank. Ich bin vorher nicht dazugekommen, aber ich muss den Leuten unbedingt Danke sagen, die für uns abgestimmt haben. Wir hätten echt niemals gedacht, dass wir da irgendetwas gewinnen. Und ja, danke vielmals für das. Und wir spielen jetzt das Lied. Das Lied heißt Lisa. Es ist schon März und es liegt immer noch Schnee auf der Straße und auf den Bäumen. Genau da haben wir uns das letzte Mal gesehen, abgesehen von meinen Träumen. La la la, Lisa, ich weiß es doch genau.
Merci vielmals. Wir haben letzten Februar unser Debütalbum rausgegeben. Das Debütalbum heisst König von der Nacht. Und jetzt spielen wir noch als letztes Lied den Titelsong von dem Album König von der Nacht. Und das Lied findet hier statt. In dieser Stadt, in dieser wunderschönen Stadt Chur. Es ist Mitternacht und ich laufe durch die Altstadt von Chur. Sie ist menschenleer, es ist still, ich bin ein Witz vor. Es ist kalt und Regen tropft ganz sanft auf die Straße. Ich bin glücklich und das so.
Meine Damen und Herren, Kaufmann. Rote Fabrik 1991, ein Clubroom, Nirvana-Konzert, das erste in der Schweiz. Und es hat etwa so ausgesehen, habe ich mir sagen lassen. Wunderbare Musik. Kaufmann mit dem Song Lisa, Song vom Jahr 2018. Und jetzt kommt das grosse Highlight. Jetzt geht es nämlich darum, wer wird der Künstler vom Jahr 2018? Bündner Music Award. Einer, der das weiss, den kennt man von letztes Jahr. Das ist ein grosser, der recht gut singen kann. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen den Sandro Dietrich. Sandro, ich probiere jetzt auch ein bisschen leger herzustehen, wie vorher bei dieser charmanten Dame. Nein, musst nicht, das sieht blöd aus. Sandro Dietrich, du hast wahnsinnig viel gemacht letztes Jahr in Sachen Musik. Du hast dich nicht nur erholt, dass du mit Blumenmeitli den Song abgeräumt hast. Du hast einen Goldstatus produziert, die Songs rausgehauen. Du hast ein wunderbares Projekt mit Singvögeln. Du hast das Schimmer-Album aufgenommen, das dann im Frühling rauskommt. Und hast du Hobbys? Ja, Musik, das ist, ich finde das Schönste, dass du eigentlich neben der Musik immer noch Tobi Musik hast. Und ja, Musik ist mein Leben und um Musik dreht sich so ziemlich mein ganzes Leben. Sonst kein Hobbysport oder Reiten, Pony, Kraulen, irgendetwas? Nein, ab und zu shoote ich noch ein bisschen. Ja, vorne im Sturm. Ja. Oder Goalie, du wärst ein guter Goalie. Nicht, auch nicht. Gut, Hobbys ist blöd, Musik ist gut, darum sind wir alle da, meine Damen und Herren. Ich merke, wir kommen langsam zum Schluss, ihr seid schon recht munter unterwegs. Er weiss, wer der Künstler vom Jahr ist, respektive dort ist dein Kuvert. Du darfst es nicht, du darfst auch den Award nehmen. Ich habe mir sagen lassen, es ist kein Pokal, es ist ein Award. Und zwar ein sehr begehrter Award. Für alle, die nicht wissen, wer nominiert war, es sind eigentlich nur das Who is Who von dieser Musikszene in Graubünden nominiert war. Dort sehen wir es nochmal. Bitte. Nominiert für den Musiker vom Jahr sind der Kaufmann, der Matteo De Funes, Tavara, Nina und Bibi Vaplan. Wieder sehr schnell gegangen, ihr habt es alle mitgekriegt. Jeder hat dort einen Fan, jeder. Und jede, die da nominiert ist, würde es auch gerne wollen werden. Machst du es so spannend, wie du gross bist? Ja, dann würde es eine Zeit gehen. Nein, ich mach's relativ schnell. Gewonnen hat der Matteo De Funes. Jetzt muss man etwas dazu sagen, Matteo De Funes live zugeschaltet, Giganto. Ja, komm, bring ihn auf die Bühne. Weil der Matteo ist in New York, das macht man so als angehender Musikstar. Aber wir haben eine wunderbare Vertretung, seine zwei Schwestern. Sag mal, hallo. Machen wir schnell laut. Hallo, gib es mal schnell dem Giganto. Sag etwas. Ich habe das Video auf die UFO bereitet, am besten schauen Sie das. Er hat uns noch ein Video geschickt. Er schaut. Also, wir schauen jetzt auf die charmanten Vertretungen. Die Schwestern, Nina, Tiziana. Wie stolz sind ihr auf euren Bruder? Also, unglaublich stolz. Ich glaube, jetzt kannst du den Arzt holen. Haben wir jetzt endlich einen Arzt? Da ist ein Arzt gekommen. Immer noch nicht, das schaffen wir. Oh, sehr stolz auf den Bruder. Ja, sehr. Ich wünsche dir, er wäre da, um das mit uns miterleben. Aber ich glaube, wir spüren bis da, was das für den Matteo bedeutet. Ihr seid ja mit ihm in der Band, ihr singend. Wenn wir jetzt unterwegs sind, er ist in New York, ihr nicht. Seid er, wo es durchgeht, oder ihr? Er sagt meistens schon in der, wo es durchgeht. Aber das ist auch gut so. Man braucht einen, der ein bisschen entscheidet. Wie stolz bist du auf deinen Bruder?
brutal. Also wirklich, zum sehen, was er alles schon erreicht hat in seinen jungen Jahren, das ist wirklich krass. Muss man sagen, junger Bursch mit 16 hat er angefangen für sein Debütalbum, riesen Nummer aus dem Bündner Oberland. Bündner Oberländer sind die Besten, ich kann das sagen. Ich bin einer. Jawohl. Er ist eigentlich da, ist ein bisschen dünn, aber er hat ja eine kleine Überraschung uns geschickt. Genau. Er hat etwas vorbereitet für den Fall, dass genau diese Situation hier eintrifft. Und ich bin sehr happy, dass wir das jetzt auch zeigen dürfen. Und was noch viel wichtiger ist, ich habe den Bündner Music Award in der Kategorie Musiker des Jahres gewonnen. Yes! Danke vielmals an alle, die für mich gewotet haben und mich dazu gemacht haben. Das ist sehr schön. Merci. Merci an meine Family, meine Band, die mich heute im Lucy vertreten. Feiern alle schön zusammen. Ich würde sehr gerne auch dort sein. Machen wir ein anderes Mal. Danke an Lou und Sandro, danke an Radio Südostschweiz, wo so etwas überhaupt auf die Beine stellt und somit Musik und Musiker in der Region fördert. Das ist doch sehr schön. Also, ja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch schöne Grüßli aus Amerika. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Meine Damen und Herren, Matteo Defunz mit dem wunderbaren Album. Der Funz kürzlich rausgekommen. 4 Jahre war er dran, eine Riesennummer. Jedes Lied ist besser als das andere. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen Hühnerhaut und ich bin nicht der Bruder von ihm. Wie geht es euch? Ich glaube, wir werden heute noch recht feiern. Wir halten hier die Stellung für den Matteo. Die ganze Family ist da. Papa Matteo, Mama Matteo, ihr könnt gerne noch mit uns feiern und dann reden wir noch ein bisschen weiter. Und an dieser Stelle ein grosses Dankeschön, dem Matteo jetzt gerade angedeutet. Wir haben mehrere tausend Menschen, die abgestimmt haben für die verschiedenen Kategorien. Song vom Jahr 2018, Künstler vom Jahr 2018. Und es ist ein extrem grosses Musikschaffen, was wir im Kanton haben. Aktuell mit wunderbaren jungen Musikern am Start. Es gibt verschiedene Schichten, die wir haben. Matteo, der von uns nur einer von den ganz grossen, wie ich persönlich finde. Wir haben aber auch Rapper und Graubünden hat ja eine Historie von Rapper angefangen mit Spoolman, Küchenköstli, Breitbild, Jiggy, hast du nicht gesehen, alle, die umeinander sind und es hat auch Junge, und der Herr ist vorher schon auf der Bühne gestanden, es hat auch Junge, die die Geschichte weiterführen. Und ich darf euch ab der Bühne bitten, wir feiern noch, wir trinken noch auf alle, die da sind, wir trinken nachher miteinander zusammen. Matteo Defunz, Künstler vom Jahr 2018. Und jetzt kommt der Herr auf die Bühne, der Ali. Ihr kennt ihn alle. Das ist eben genau einer von diesen jungen Menschen, der die Geschichte von Rap in Graubünden weiterschreibt. Rap 7000. Meine Damen und Herren. Hallo, meine Damen und Herren. Ali. Nochmal zu mir kurz vorstellen. Mein Name ist Ali. Ich bin geboren und aufgewachsen hier in Chur. Ich hatte letztes Jahr die Ehre, um den Award gewinnen für Musiker vom Jahr. Und ich bin immer noch sehr dankbar dafür. Wir haben mit über einem Drittel der Stimmen haben wir, glaub, gewonnen. Also crazy. Danke vielmals. Vielleicht gibt es da Leute drunter, die noch nie etwas von mir gehört haben. Darum spiele ich jetzt heute noch ein paar Songs. Danke, sind ihr da und los dazu.
Das ist einer von meiner besten Freunde und mein Backup, der Rocco. Riesen Applaus bitte für ihn. Wenn ich genau nachdenk, weiß ich nicht mal, wie lang dich schon kenne. Wir vergessen so Zeugs in der Zeit, wo ich nicht mit dir hänge. Aber vergesse nie, wie sich das anfühlt, neben dir einschlafen und gleich zu wissen, dass nicht mehr gehörst, doch dich gleich küssen und immer müssen sie wie deine scheiß Fuckboys kommen und gehen. Freunde müssen hassen, weil ich weiß, dass die Wichser auf dich stehen. Ich hab dir schon so oft gesagt, dass die lieb. Du hast mir schon so oft gesagt, dass die lieb. Ich hab nicht so gemeint, wie ich's meint, hab ich dir gesagt, dass die lieb. Ich denk so oft an dich, glaub mir immer beim Schaffen und ich denk so oft an die Rede mit den anderen. Ich hab schon x Frauen, x Freundinnen gehabt. Doch in dem Kosmos, wo ich grad lebe, glaub mir, komm nicht an die anderen. Wenn er sagt, dass der schönste Frau der Welt bist, ist das kein Lüg. Wenn ich sag, dass du das Wichtigste für mich bist, will ich so viel. Doch von Zeit zu Zeit kommt alles böse auseinander. An deine Küsse will ich dich schön gefunden haben. Mein Signal groß ist dich böse wie Verstand. Wenn ich genau nachdenk, weiß ich nicht mal, wie lang dich schon kenne. Wenn vergesse so Zeugs in der Zeit, wo ich nicht mit dir hänge. Lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal du. Er gibt der Umfang von meinem Herz. Lob mich sank, denk mal. Lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal. Mich sank, denk mal. Er gibt der Umfang von meinem Herz. Du bist der Einzige, wo ich jemals nur will. Will er haben, aber du bist der Einzige, wo mir zeigt, dass ich Fehler habe, aber du bist die Einzige, bei der ich mich schämen muss. Wenn ich zum tausendsten Mal wieder lässig tun, was für ein geiler Sieg ist, und wenn ich Börse bumse noch. Hast du das Gefühl, ich find's geil, dir so Shit zu erzählen? Mir bleibt nichts anderes übrig, als du die Schweiz zu erzählen. Denk mir immer alle, bitte krieg den Shit together und gone. Kann man love too late, lass ich nur mal weg dir. Love too late, lass ich nur mal weg dir. Lass ihn love too late, mit der Nummer agieren. Weißt du, wie viele Frauen ich fick, will ich ständig an die Dinger muss? Kann mich nicht konzentrieren, will ich ständig nur an die Dinger muss? Ich denk so oft an die, glaub mir immer beim Schaffen und ich denk so oft an die, rede ich mit den anderen. Und wenn ich genau nachdenk, weiß ich nicht mal, wie lang ich schon kenne. Will vergessen, so tschüss. Lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal du, mich sank, denk mal du, er geht der Umfang von meinem Herz. Lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal du, mich sank, denk mal du, er geht der Umfang von meinem Herz. Wenn ich genau nachdenk, weiß ich nicht mal, wie lang dich schon kenne. Wir vergessen so Zeugs in der Zeit, wo ich nie mit dir hänge. Wenn ich genau nachdenk, weiß ich nicht mal, wie lang dich schon kenne. Wir vergessen so Zeugs in der Zeit, wo ich nicht mit dir nur einmal cool. Lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal du, mich sank, denk mal du, er gibt der Umfang von meinem Herz. Lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal du, lob mich sank, denk mal du, mich sank, denk mal du, er gibt der Umfang von meinem Herz. Danke viel, viel mal. Danke viel, viel mal, cool. Ich möchte noch herzlich allen Gewinnern gratulieren. Und ich möchte auch herzlich allen anderen, die einfach nur nominiert waren, gratulieren. Weil man gewinnt irgendwie nicht beim ersten Mal. Nicht jeder gewinnt gerade den ersten Award und so. Come on, ich muss noch ein bisschen lässig tun. Nein, ich gratuliere euch wirklich von Herzen. Nächstes Jahr bin ich ja vielleicht auch wieder nominiert mit etwas. Und ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt, weil ihr müsst euch noch zwei Songs antun. Ist halt so. Nein, cool, mach einen Lärm, wenn ihr Spaß habt! Ich hab nun endlich geschaffen, mein Klon. Schau, wie sich der
den Hass in der Stadt. Meine Jungs sind geschaffen, mein Traum. Schau, sie nehmen alles in Kauf. Ich habe Jungs in meinem Rücken, die stechen. Jungs in meinem Rücken, die stechen. Jungs in meinem Rücken, die stärken. Und Jungs in meinem Rücken, die wissen, dass das Risiko wert ist. Schau, Papa, hab deinen Wunsch erfüllt, weil ich's versprochen hab, sicher. Ich hab eine scheiß Lehre gemacht in dem Land, wo dich gefickt hat. Es hat deine Kinder gerettet, doch die vernichtet. Mach dir keine Sorgen, ich bin mit Jungs, wo Familie noch Gewicht hat. Tausende schreien meinen Namen an Gies. Ich geh aus der Stadt aus, auf Fahne geh hissen. Kenn die Jungs schon seit immer, vertrau an mein Team. Fick all die Sitzen, da wünschen sie glauben an Dream. Du sagst, du machst alles für die Family. Du sagst, du machst alles für die Family. Hau es! Deine Worte sind noch keine Medizin. Mach du mal Cash für die Medizin. Du schaust für die Family, doch du steckst in deinen Fett. Und verlügst du ein Leben für Lügen. Hau es! Deine Worte sind noch keine Medizin. Mach du mal Cash für die Medizin. Ich bin nicht ganz so einfach, wie ich gern wär. Fast so einsam, wie ich gern wär. Rastlos riden wir wie Mad Max. Level up, step von blond zu blau, mein Bre. Noch ein paar Jahre werden alle eure Songs zu Staub, mein Bre. Für meine Crew wird nur ein Dorn im Auge, mein Bre. Für einen Traum nehme ich alle die Jahre in Kauf, mein Bre. Es ist 6 Jahre her seit dem Outro. Shit, mit Fremden im Auto. Das kommt aus an der Burg, wo für uns ein Quartier hockt. Wovon man Leben träumt, außerhalb vom Quartier lockt. Kennt die Jungs schon seit immer, vertrauen an mein Team. Fick all die sitzenden Bitches, die glauben an Dreams. Shout out an mein Homie Pronto. Deine Worte sind noch kein Medizin. Mach du mal Cash für die Medizin. Steckst in deinen Fett. Und verlügst du ein Leben für Lügen. Hau West. Deine Worte sind noch keine Medizin. Mach du mal Cash für die Medizin. Bist du Bruder West? Yes! Das ist der zweite Song, den wir euch haben müssen. Arthur Kur! Danke viel, viel mal. Danke viel mal. Cool, machen wir so etwas. Finde wirklich ultra nice. Ich finde es cool, bin ich auch ein Teil von dem Ganzen. Auch wenn ich die nächsten 20 Jahre nicht mal nominiert bin, ich bin ein Teil von dem gewesen. Ich finde es sehr cool, machen wir das. So werden auch andere Leute aufmerksam auf Künstler. Und ja, es ist aber wie es ist, am Ende vom Tag, der hohe Award bringt uns nichts. Also ja, es ist mega, es klingt jetzt mega, mega hart oder so, aber am Ende des Tages müssen wir auch, wenn wir den Award nicht haben, genau gleich festschaffen, genau gleich viele Stunden investieren, genau gleich viele Emotionen investieren. Und ja, darum, Musik ist etwas Schönes. Jeder Mensch, der heute Abend da ist, findet Musik, glaube ich, auch etwas Schönes. Kur, wenn es stimmt, bitte einmal lernen für Musik. Jetzt noch ein Song, mein unsympathischster Song, der existiert. Aber ich muss ein bisschen meine Energie rauslassen. Drum, noch ganz einen riesen Applaus für den Linder. Danke, dass du mein DJ bist heute Abend. Kur, machen einmal Lärm für euch selber! Das kann immer wieder mal passieren. Jetzt haben wir's. Danke vielmals, Kurs, sind ihr da. Das ist der letzte Song von uns, wie gesagt, das ist mein Mann, Rocco. Loyalste Typ, was es gibt. All Black, so wie Megatron. Kein Comeback, bis ich nimmer da. Fall Back, wenn ich ihnen komm. Deine Bitch, come back, wenn ich ihnen komm. All Black, so wie Megatron. Kein Comeback, bis ich nimmer da. Fall Back, wenn ich ihnen komm. Deine Bitch, come back. Und du steppst back, wenn der Drop kommt. Minigang und du Sound, Rodino und die Krieger Flashbacks, wenn der Sound kommt. Minigang und du Sound, Rodino und die Krieger Flashbacks, wenn der Sound kommt. Minigang und du Sound, Rodino und die Krieger Flashbacks, wenn der Sound kommt. Wenn du steppst back, wenn der Drop kommt. Gib dir a Kick im Fressen wie ein Luke, Luke Homie.
In meiner Freizeit all black wie Bruce Wayne, homie. Schweizer Rapper sagen Missgeburt. Geben ein Call und die Schweizer nur. Hat mir nach Sideboy und die Fick davon. Das ist der Panamera Flow. Nicht auf Deutsch, sagt der Taganella Bro. Ihr bin künftig am Arsch. Tschüss, dies Kanal. Ob Red wie Kylo Ren, ob Red wie Kayo, kein Chosen wie Saiyajin. Bin ich für alles nur Nerd, schaffen alle wie IBS. Sie holen das Wahnsinn am Cypher und meinen ein ganz schön verrissen. 70 verkauft in der ersten Woche, Bro, ganz schön verrissen. All Black wie Kylo Ren, ob Red wie Kayo, kein Chosen wie Saiyajin. Es sind Nerd, sie nur One, wie Parabax. Sie holen das Wahnsinn am Cypher und meinen ein ganz schön verrissen. Ich verkauf dir in der ersten Woche, Bro, ganz schnell verrissen. Gib dir einen Kick in Fresse wie Luke, homie. In meiner Freizeit all black wie Bruce Wayne, homie. All black so wie Megatron. Kein Comeback, wir sind immer da. Fall back, wenn ihr ihr kommt. Deine Bitch call back, wenn ihr kommt. All black so wie Megatron. Kein Comeback, wir sind immer da. Fall back, wenn ihr ihr kommt. Deine Bitch call back. Und du steppst weg, wenn der Drop kommt. Meine Gang hat uns Sound, hol ihn und ich krieg Flashbacks, wenn der Sound kommt. Meine Gang hat uns Sound, hol ihn und ich krieg Flashbacks, wenn der Sound kommt. Meine Gang hat uns Sound, hol ihn und ich krieg Flashbacks, wenn der Sound kommt. Beste steppst weg, wenn der Drop kommt. Danke vielmal, cool. Danke vielmal. Danke Sidoshi, danke Lucy. Danke allen Menschen, die heute Abend da sind. Nur Liebe für jeden Mensch da. Zelebrieren wir heute noch bis. Trinken wir zusammen eins. Gratulieren nochmal allen. Schönen Abend. Danke, Dario. Vielen Dank. Ali, meine Damen und Herren, wir sind am Schluss vom Bündner Music Award 2018. Und Ali hat es gesagt, am besten feiern wir euch selber mal, euch. Weil ihr sind die, die jetzt da sind. Ihr sind die, die Musik machen im Kanton. Ihr sind die, die unserem Kanton ein Sprachrohr geben. Und es ist spektakulär. Viel gute Musik unterwegs. Machen wir mal Lärm für die Bündner Musikszene. Und ich danke ganz allen, die da gewesen sind, allen Nominierten, allen Showcases, an Südostschweiz.ch, wo das möglich gemacht hat, Nadia Kohler, Claudio Candines, ein riesen Aufwand. Das Zweite, dass aus dem Boden gestampft, am coolsten Club vom Kanton, am Lucy, dass wir überhaupt haben können da sein. Und alles, was wir jetzt hier gesehen haben, das haben die da oben in dem Zimmer, wo Licht ist, haben sie auf südostschweiz.ch gehauen. Das TV ist da, das könnt ihr morgen im TV schauen. Und ihr hört es bei uns morgen im Radio, Radio Südostschweiz. Meine Damen und Herren, das wär's gewesen. Vielen Dank. Bündner Music Award 2018. Und jetzt trinken wir auf uns alle. Vielen Dank, schönen Abend. Let's do this shit, bitch!